Exklusiv jetzt hier in der Aktuellen Stunde. Peer Steinbrück wird Vater, Landesvater. Das wissen Sie ja längst, denn Sie gucken Aktuelle Stunden und haben den Mann zu Beginn der Sendung schon bei der Arbeit im Landtag gesehen. Und dort kennt man ihn und kannte man ihn als Sparminator mit Mut zur Ungemütlichkeit, wie er selber sagt. Aber wir wissen mehr. Zum Beispiel, dass er Modellschiffe aus Papier bastelt, in Polit-Thrillern schmökert und gerne mal hart am Wind auf Nord- oder Ostsee segelt. Aber wie kommt der Mann menschlich so rüber? Wir haben mal nachgefragt bei Wählern und bei einer Imageberaterin aus Düsseldorf. Die ersten Momente im Blitzlichtgewitter. Momente, die entscheidend sind. Kleidung, Auftritt, Mimik. Das ist wichtig für den ersten Eindruck, den jemand hinterlässt, wenn er relativ unbekannt ist. Auch für Imageberaterin Rosel Haas war Peer Steinbrück bisher eher ein unbeschriebenes Blatt. Der erste Eindruck der Düsseldorferin. Diese geradlinige Art. Und dann hat aber doch ein sehr durchsetzungsfähiges Kinn. Ja, das bedeutet, er setzt sich durch. Auch wenn er zuerst mal so ein bisschen freundlich ist, darf man das nicht unterschätzen. Er würde wahrscheinlich auch, kann da ganz gut hart auch vorgehen. Aber zunächst mal nicht, ist er eher freundlich. Das Glamouröse seines Vorgängers habe der 55-Jährige aber noch nicht. Einer aus der zweiten Reihe, so die Imageberaterin weiter, müsse erst für die erste Reihe hergerichtet werden. Er ist ja ein konservativer Mensch im Ganzen, denke ich, so im Auftritt. Insofern ist ja seine Kleidung zunächst, was ich hier sehen kann, in Ordnung. Aber da könnte man vielleicht die eine oder andere Sache vom Modernen her noch so ein bisschen nach vorne bringen. Wie genau? Dazu schweigt sie lieber. Schließlich ist Peer Steinbrück nicht ihr Klient. Aber im Prinzip komme er schon gut rüber. Dazu andere Meinungen. Rein äußerlich, da muss ich mir erstmal richtig anschauen. Also auf dem einen Foto hier okay, auf dem anderen wenig ansprechend. Hier guckt er so ein bisschen muffig, ja, aber stören direkt tut mich nichts. Ja, die Mundpartie ist ein bisschen verkniffen, aber das kann man auch als Entschlossenheit deuten oder so. Ja. Auch wichtig fürs Image die Sprache, gerade bei einem Hinzugezogenen. Ich werde dafür mein Bestes für dieses Land Nordrhein-Westfalen geben. Ich kann aufwarten mit einer Vielzahl von Erfahrungen in politischen Aufgaben, sowohl auf Bundesämter, in vielen Kabinetten. Die Sprache ist ja eben sehr klar und das ist dann eben diese kühle, distanzierte Art. Und das ist ja sicher auch wichtig für die Leute, die in Westfalen wohnen. Die gehören ja auch zu noch NRW und die sind ja auch etwas distanziert. Aber hier kommt dann doch dieses Humorvolle oder auch, dass er, ich denke mal, er ist auch ein Genießer. Das kommt auch rüber, dass er das dann hier im Rheinland auch ganz gut verbinden kann. Ohne Sprachkurs also fürs ganze Land durchaus kompatibel. In einem anderen Bereich wartet allerdings noch Arbeit. Er muss jetzt eben gucken, dass er bekannt wird. Das heißt, er tritt überall auf bei Veranstaltungen und so und gibt sich aber so ganz ruhig, wie er immer ist. Wie er dann letzten Endes bei den Nordrhein-Westfalen ankommen wird, das muss sich erst noch zeigen.